Ey, der halbe Tag ist gleich rum und drei sind noch da. So, jetzt war Ruhe hier, Männer. Also, herzlich willkommen, neues Video von Savage Scooters. Wir haben heute ein großes Programm, heute ist hier eine Menge los. Alex ist da. Hi. Und seine PX. Stell dich kurz vor, sag, was du hast und was du uns mitgebracht hast. Okay, also ich bin Alex, komme aus Düsseldorf. Das ist meine ursprünglich 80er PX, Baujahr 84, hat jetzt dieses Jahr den 40. Verbaut haben wir ein 177er Parma Kit. Oh, den habe ich schon lange nicht mehr gehabt. Ja, ja. 60er BGM-Welle. Ursprünglich war eine Max drin, aber das war nicht so dolle. Was haben wir noch? Hast du Kopf oder Fuß gespacert? Ursprünglich Fuß, jetzt Kopf. Okay, also du hast ihn ziemlich weit unten. Genau. Steuerzeit niedrig. Ja, okay. Hab dafür aber den Auslass ein bisschen. Der Parma Kit ist extrem, wirklich extrem zahm. Kennt die einer? Nee, auch wir sind nett. Ja. Alles, was blond ist, wird nett begrüßt. Ne? Wegen dem Hund. Yes, definitiv zu viel Testosterone braucht. Junge, Junge, ihr könnt es nicht sehen, aber da ist eine sehr attraktive blonde Frau gerade vorbeigelaufen. Die hat hier gerade 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Männer gegrüßt. Also sehr freundlich. Wir sind halt sehr freundlich, wie Rollerfahrer. Okay, zurück zur Kernsache. Junge, 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 das sind hier Tage, da glaubt kein Mensch. Das Problem beim Parma Kit ist, dass der wirklich einen extrem zahmen Auslass hat und der wirklich sehr, sehr rund ist. Was natürlich super schonend für die Kolbenringe ist, aber was für die Entladungsgeschwindigkeit, dass das Gas schnell aus dem Zylinder rauskam, das ist echt eine Katastrophe. Der Parma Kit, wenn du ihn einfach nur steckst und so weiter, mit einer 57er Welle kommst du so 16, 17 PS. Ich bin mal gespannt, was jetzt dabei rauskommt. Ich habe meinen letzten Parma verbaut 2016 ungefähr. Ja, so. Also deswegen bin ich mal gespannt. Was hast du für eine Kupplung? Super Strong. Super Strong. Polini Box oder was hast du als Auspuff? Pipe Design. Pipe Design, auch ein Pipe Design. Okay. 2265. Also etwas kürzeres 200er Getriebe. Ja. Ja. Es gibt hier von der 150er mit einem kurzen vierten. Ich glaube, das ist ja mit dem 200er. Von der 150er hast du aber auch einen ersten kürzer, ne? Das weißt du. Ja. Bei dem 125er oder 150er ist der erste Gang kürzer und der letzte Gang kürzer. Gut, okay. Naja, gut, aber das musst du halt ein bisschen früher schalten. Ja. Gut. Ja, dann schauen wir uns das Ding mal an. Ich bin sehr gespannt, was dabei rausging. Was schätzt du, was hoffst du, hast du an Leistung? Weiß ich nicht. Also, wenn er 15, 16 hat, so was. Was hast du für einen Vergaser drauf? 24er. 24er SI Original oder nee, Spacko? Den hat mir der Andreas umgebaut. Okay. Wir gucken uns das an. Ja. Ja? Also ein Spacko, aber halt wie gesagt, der hat mir den aufgebohrt. Okay, gut. Komplett aufgebohrt? Also hat er alles gemacht? Ich habe gesagt, er soll alles machen, was geht. Okay, dann gucken wir. Ich kann es natürlich nicht nachvollziehen, aber. Na gut, dann gucken wir. Wir gucken uns das an. Genau. Wir legen los. Also wir machen jetzt erstmal eine Eingangsmessung, so wie er ist, und dann gucken wir, was man macht. Ist auch noch mit Luftfilter, mit Schlauch, mit einem Schnickschnack. Ja, ich weiß, aber ich habe die extra draufgebohrt. Ja, wir messen ihn so, wie er ist, und dann messen wir ihn abschließend so, wie er dann vom Hof geht. Ne? Okay, los geht's. 20 PS rausgekriegt. Okay. Da habe ich aber so viel Aluminium rausgeholt, dass die Struktur des Zylinders schon gefährdet war, dass er in sich kollabiert, weil ich so viel Alu entsorgt habe. Ja, dann drücke ich mal die Daumen. So. Guck mal, wir schauen mal. Aber ich sag mal so, das, was der Parma zu leisten imstande ist, das werden wir rauskitzeln mit der Vergaserabstimmung. Das Ding auf jeden Fall. Ansonsten kaufe ich mein BGM oder was? Drück die Daumen. Viel Erfolg. Nur VNC. BGM 177 oder ein Stelvio? VNC kann ich schon erklären. Ich hätte vorher den Polini drauf gepasst. Letzte Schrott. Thank you.
mal gar nicht weiter Probe fahren. Gut. Das hörst du, das, da stimmt gar nichts. Nee. Der klingt unfassbar hart, ruppig. Und der geht auch voll gegen die Wand. Der fährt voll in die Wand, da ist, da stimmt so gar nichts. Der will auch nicht hochdrehen, der macht mittendrin und das ist so, wie fährt sich das auf der Straße? Ätzend, ne? Ja, also ich muss sagen, nachdem ich den umgebaut hat mit der Welle oder so, bin ich noch nicht viel gefahren. Da fahrt ich ungefähr 200.000 Kilometer. Okay, aber mit dem Setup, mit dem Vergaser-Setup? Mit dem und aber noch mit der Matsu-Welle. Aber es ist ja immer so, wenn er untuturig, dann verfette der, dann braucht der, bis der rauskommt, etc. Also das ist alles also schön fuhr das ich nicht. Vollkommen unharmonisch, ja, das hörst du. Also das, das haben die Jungs hier auch alle gehört. Ja, das ist... Da hast du keine Lust, ans Gas zu gehen, nee. Weil der gibt dir auch gar nichts zurück. Deswegen bin ich ja da. Ja, so. Ja. Also wir bauen jetzt mal komplett auseinander und dann schauen wir uns das an. Gut. So, Vergaser umgebaut, Bedüsung gewechselt, das übliche Prozedere. Wir können noch mal eben ganz kurz vorher, bevor wir loslegen, mal eben noch mal kurz über die Kurve sprechen. Super, das siehst du auch in der Kurve, dass die mega unharmonisch ist. Ne? Also da ist unten passiert nicht viel, dann steigt er zwar an, dann beißt er ein bisschen mehr zu. Mhm. So, das ist so der Schnittbereich von Nebendüse zur Hauptdüse, da passt was komplett nicht. Obenrum kackt er sofort ab, da überfettet er, oder das heißt überfettet. Die Kombination von dem, was du da drin hattest, ist von der Hauptdüse viel zu gering gewesen. Ja. Wenn du von der Hauptdüse zu klein bist, dann hört sich das in Endgeschwindigkeit an, als würde er überfetten. Aber der kriegt dann einfach nicht genug Sprit. Genau. So, und hier bricht er komplett zusammen. Mhm. Also die Kurve, du musst jetzt mal, also bin mal gespannt, wie sich allein das Bild der Kurve jetzt verändert. Ja. Ne? Also da messen wir jetzt mal eben schnell gegen. So.
Also, wie wir sehen, haben wir tatsächlich doch ein bisschen was verbessern können, sogar eklatant. Ne? Also, wir sind von 17,4 auf 21,6, von 19,4 auf 23,3 Newtonmeter. Zu Kurven brauche ich, glaube ich, nichts mehr sagen. Nee. Ne? Das hat auch wahrscheinlich jeder gehört, der nicht ganz hart irgendwie auf den Kopf gefallen ist. Unterschied mit wirklich. Und jetzt regnet es leider. Das heißt, du wirst jetzt wahrscheinlich auch nicht fahren können, weil das wird jetzt auch nochmal eine andere Hausnummer sein. Ja, aber für den Parmakit haben wir wirklich das Beste rausgeholt, was wir rausholen konnten. Ne? Also dreht deutlich freier raus, dreht auch länger freier raus. Guck mal, du warst ja hier schon am Ende. Ja. Ne? Bei 80 war der schon total tot und der dreht hier hinten, das ist das, was ich immer meine, wenn der hier hinten raus schöne, leicht abfallende Kurve hat. Ne? Das ist schon bombastisch. Ja. Also würde ich sagen, haben wir für ein Parmakit das rausgeholt, was wir rausholen konnten. Ja, so, dann würde ich sagen, tatsächlich schön, dass du da warst, Alex. Mal, ich habe zu danken. Ich glaube, du bist... Hammerleistung. Ja. Doch. Ja, jetzt machen wir noch einen Deckel drauf, warten mal vielleicht, dass es ein bisschen aufhört zu regnen gleich und dann können wir noch mal eine Runde fahren. Ne? Alles klar. Alles klar, next one. So, komm ein Stück näher. So, der nächste Kandidat ist da. Wir haben eine Cosa. Stell dich kurz vor und sag uns, was du uns mitgebracht hast. Ja, der Markus aus Osnabrück. Was ist drin? Erbstück, jetzt 210er Malossi mit 60er Sippwelle. Ja. Das drumherum kann ich dir gar nicht viel zu sagen. Das Ding hatte zweimal Loch im Kolben. Musste dann anderweitig den Motor bauen lassen, weil ich dann ja erfahren habe, du willst ganze Roller gar nicht haben. Wir hatten schon mal vor einem Jahr geschrieben. Ja, ja, ja. Dann war das Ding fertig umgebaut, ganz viel Geld bezahlt, auf dem Rückweg zweimal liegen geblieben, war alles nicht so geil. Oh, okay. Und naja, jetzt ein bisschen umgebaut, wie du gesagt hast, Öltank, Gemischschmierung, alles raus oder Getrennschmierung raus. Ich finde, obenrum fehlt da was. Gut. Was hast du für eine Welle drin, weißt du das? Sip. Eine Auspuff? Ist, glaube ich, SIP 3. Den habe ich davor schon mal davor gebaut, weil der Originale war, das war eine Rasse. Den hättest du auch umbauen müssen, ne? Weil der passt unter Corsa nicht so drunter. Habe ich, genau. Ja, der Abstand passte nicht vom Rahmen. Genau. So, okay. Welchen Vergaser? 26 oder 24? 26. Gut, okay. 210 mal aus dem Sport. Irgendwas gefräst? Irgendwas? Ja, soll gemacht sein. Also ich weiß, also Einlass ist definitiv gefräst. Okay. Was am Kopf gemacht ist und Fußdichtung, kann ich mir alle nichts zu sagen. Ich finde, der geht gut unten rum, aber ich finde, oben raus geht ihm die Puste aus. Aber ich habe auch keinen Referenzwert. Das ist total neu für mich. Ja, wir messen den ein. Wir gucken mal, was passiert. Wir müssen jetzt den Prüfstand ein bisschen umbauen, weil der Radstand ist ein bisschen größer, glaube ich. Also der wird nicht ganz auf die Rolle passen. Da müssen wir ein bisschen ändern. Alles klar, legen wir los. Lauf hat er sich ein bisschen schwer getan. Ja, naja, der ist klar, also noch kalt, aber jetzt hat er eigentlich, also wirklich eine traumhafte Kurve eigentlich, ne? Also per se. Gib ein Stück zu, damit er das mal filmen kann. Komm her. So,
Also es ist ein permanent ansteigendes Drehmoment, du hast eine ganz blitzsaubere Kurve, ist von den Leistungsdaten her 20,4 PS, 21 Newtonmeter. Da könnte tatsächlich ein bisschen mehr kommen. Gucken wir uns die Sache jetzt mal an, wir bauen jetzt mal ein bisschen aus und um und dann schauen wir mal, was wir noch machen können. Aber so fährt er sich eigentlich schon mal gar nicht so schlecht. Was mir auffällt, ist, dass er ja auch so ein bisschen limitiert in seiner Drehzahlgestaltung ist. Also der will nicht so wirklich. Also könnte ein bisschen freier und ein bisschen agiler sein. Mhm. Aber das gucken wir uns jetzt mal an. Ne? Weiter geht's. Läuft. So, jetzt haben wir hier die Luxusversion der PX haben wir jetzt umgebaut. Vergaser entsprechend vorbereitet. Venturi drauf. Der elektrische Benziner und so weiter ist noch drauf. Also das lassen wir so ganz Corsa-typisch. Hier ist auch nochmal, ne? Das müssen wir gleich durch den Deckel dann entsprechend rausführen. Das ist das Kabel für den Benziner und so weiter. Also das Ganze geht natürlich auch auf Narkose. So, dann gucken wir mal, was jetzt an Leistung geboten ist. Ich bin gespannt. Ja. Ich höre schon, dass meine Düsen zu fett sind. So. Also nochmal ändern. Aber das ist so, ne? Da, du gehst halt immer mit irgendeiner Standardbedüsung dran, die du so im Kopf hast, wo du sagst, da fange ich mal mit an und du siehst, der Motor will's, der andere Motor will's nicht. Also der will nicht, also bauen wir wieder zurück. Hauptdüse, glaube ich, sind wir sogar auch zu fett. Nebendüse sind wir auch zu fett. Wir schauen mal. Also, wir sind im Mittelbereich immer noch ein kleines bisschen zu fett, das heißt, wir gehen in der Nebendüse noch eine Nummer kleiner, in der Hauptdüse sind wir Taco. Das passt. Wir haben, wie viel haben wir zugelegt? Haben wir was zugelegt? Ja, wir haben zugelegt, ne? Zwei oder drei PS, ne? Also, haben wir ordentlich zugelegt, aber ist im mittleren Bereich noch ein klein bisschen zu fett, das heißt, ich ändere jetzt noch eben die Nebendüse und dann sind wir safe, ne? Gut. So, jetzt nochmal ganz kurz, schnell die Besprechung des Ergebnisses. Also, schwarz ist gekommen. Und rot ist gegangen. Und ich würde sagen, man sieht da ganz eklatant, dass wir fast 4 PS gewonnen haben und fast 3,3 Newtonmeter gewonnen haben. Ja? Die Leistung steht 200 Umdrehungen früher an. Wir haben jetzt also 200 Umdrehungen früher die Spitzenleistung anstehen. Und das Drehmoment liegt, das maximale Drehmoment liegt sogar noch ein Stück später an, nämlich bei 6000 Umdrehungen. Hier warst du bei 5,5. So, damit siehst du, dass wir
extrem gewonnen haben in jedem Bereich. Guck mal hier, da wo vorher das Drehmoment schon abgefallen ist, bist du hier noch auf dem ansteigenden Ast. Da bist du bei 23,3, da warst du hier bei 18,6. Das heißt, du hast an dieser Stelle 5 Newtonmeter mehr Drehmoment. Ja. Das hättest du eben auf der Straße eigentlich spüren müssen. Ja, das merkt man. Ja, ne? Einwandfrei. Ist eigentlich, ich sage ja, die meisten sagen immer, es ist wie ein anderer Roller, ne? Ja, fährt sich sportlicher, definitiv. Hängt besser am Gas. Und guck mal, alleine hier, ne, wenn du mal schaust, wir hatten hier 18,2 PS und jetzt haben wir hier oben 22,8. Also allein der Unterschied ist genau 4 PS, 4,08 PS. Krass. Ja. Bei 7000 Umdrehungen. Das würde bedeuten, dass das Ding auf der Straße völlig anders performt. Ne? Ja, geil. Super. Definitiv. Also ich finde es super, ich finde es überragend. Vor allen Dingen auch, weil du hattest ja schon Venturi und hohen Deckel drauf. Ne? Ja. So. Und das Einzige, was wir gemacht haben, wir haben den Vergaser jetzt umgearbeitet. Wir haben neu bedüst, völlig neu bedüst mit meinen Düsen. Und was bei ihm noch wichtig ist, du musst bitte, Thema Benzinhahn, da gibt es ja nur diese Engstelle da vorne, bau das bitte um. Versuch das mal ganz ohne Benzinhahn. Das große Problem ist, dass wenn diese Schwimmerkammer nicht hochgeht, dass dann dir der Sprit in den Motor läuft. Und wenn du dann ankickst, fliegt dir auch mal der Zylinderkopf weg. Also versuch irgendwie, das hört sich jetzt vielleicht blöd an, aber irgendwie einen Kugelhahn kurz vor die Vergaserwanne zu kriegen, weil irgendwie muss das aufzumachen. Ja. Mit PX Benzinhahn hast du da nicht viel geritten, aber du bist ja handwerklich durchaus sehr begabt. Das kriegen wir hin. Ja, dass du dir da was einfallen lassen kannst, dass du den Sprithahn aufzumachen kannst. Dass du da einfach auch auf der sicheren Seite bist. Ja, dass genug Sprit nachläuft, weil ich glaube, wenn der Benzinhahn da weg ist, dann läuft genug. Alles klar. Schön, dass du da warst. Hat mich gefreut. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao. Alles klar. So, jetzt sind wir mal gespannt, ob wir der Kosa ein bisschen mehr Leben eingehaucht haben. Wie viel PS haben wir mehr? Hast du das im Kopf? Oh, ich meine, wir haben mal 2,5. 2,5 PS mehr. Also mal schauen, wie er sich jetzt auf der Straße macht. Das ist schön. Ja. Das kann man so lassen. Ja? Ja. Also so wie du hier weggeschossen bist, hast das du ihm auch voll gegeben, ne? Ja. Dreckig, hart. Und schmutzig. Ja. Nein, das ist ein. Ich weiß nicht, was du gemacht hast, aber ist schön. Hast du gut gemacht. Also fein. Okay. Ganz fein. Alles klar. Mein Lieber. So, dann war es das für heute. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Bleibt hässlich, wenn er rausgeht, fällt nicht in den Schnee. Und dann würde ich sagen, sie muss beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.